Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder unterwegs, um euch die krassesten, coolsten, Schrauber, umfangreichsten Autos vorzustellen. Und auf der Essen Motor Show stand ich vor diesem Fahrzeug. Ich weiß sogar noch nicht mal so genau, was das ist, aber das wird uns Besitzer Patrick jetzt auf jeden Fall erstmal erzählen hier. 426. Ganz genau, 426P ist die polnische Version. Das heißt, es gab auch einen normalen 426? Es gibt noch eine italienische Version. Ja. Das ist dann 126A in dem Sinne. Wo ist der Unterschied? Gibt keinen. Okay. War für, aber gab es genau. Auch in Deutschland oder nur für Polen? Nur für Polen. Das ist aus dem polnischen Werk und die sind halt nur für Polen gebaut dann. So, jetzt muss ich schon mal vorab sagen, ihr werdet hier heute auf jeden Fall jede Menge Leidenschaft sehen zum Schrauben, zum Tune, definitiv. Weil das, was hier so rumsteht, ist nicht mal eben so in einer Nacht gebaut. Nee. Sondern da muss man auch schon wirklich einen Nagel im Kopf für haben, um das so zu bauen, ne? Definitiv. Weil live wirkt das so ein bisschen wirklich wie so ein Spielzeugauto. So, als wenn man das Ding jetzt so mit zwei Leuten nehmen könnte und irgendwo hinstellen könnte, ne? Und das ist schon wirklich, das ist schon witzig. Ja, Patrick, erzähl mal. Ja, was gibt's zu erzählen? Erstmal muss ich direkt mal nachfragen, ist das hier irgendwie Carbon-Dach? Ja. Ja, aber laminiert. Also ist eine Honeycomb Carbon-Matte und die ist halt aber nur drüber laminiert. Kein Vollcarbon. Das heißt, einfach drauf lamiert auf das originale Dach. Genau, auf das originale Dach. Ich sag mal ungefähr bis hier. Und nachher ist es halt so weit wieder ablackiert, dass halt die ganzen Kanten weg sind. Aber witzig sein, ne? Und die muss man halt gleich immer doppelt machen, ne? Weil man schon mal zwei davon hat. Ja, ich fand's da halt extrem geil. Und dann habe ich gedacht, dann muss es hier. Es gibt aber noch mehrere geile Designs. Das heißt, du hast den gelben zuerst gebaut. Genau. Den gelben gab es zuerst. Damit habe ich quasi angefangen, um ganz in die ganze Materie erstmal reinzufinden, mehr oder weniger. Ja, eine Blattfeder vorne, diagonal. Was erstmal schon mal anders ist, dann, auch wenn es nicht so aussieht, ist der hinten 2,5 cm breiter. Ja, ich finde, der sieht schon breiter aus. Ne? Ja, ich sag mal. Ja, klar, das ist hier nochmal eine andere Liga. Genau, da ist eine 8er Felge hinten, 8x13 hinten drauf. Und da habe ich mich im Ganzen so ein bisschen auch mit dem ganzen Carbon-Thema mal dran versucht und halt ein bisschen ausgerastet. Wann hast du mit dem angefangen? Boah, 2018 glaube ich. Oder 19. 18 oder 19. Also doch noch recht frisch die beiden Autos eigentlich so, ne? Ja, ja. Also der war ein Jahr da. Der stand auf der Motorshow, stand auf dem Bodensee. Und danach habe ich halt den direkt. Weil der wird ja auch komplett auseinander gewesen sein und komplett neu lackiert auf jeden Fall schon mal. Nein. Nicht? Nein. Der ist beilackiert. Der ist, der war original in der Farbe. Okay. Der ist original die Farbe, genau. Und der ist halt nur hinten, wo wir die Radläufe verbreitert haben. Vorne die Haube, Steinschläge und alles wegmachen, halt untenrum einmal neu lackiert. Ja, und Dach im Nachhinein. Also im Prinzip fast eine ganze Lackierung, aber halt auf original wieder. Und wie, jetzt musst du nochmal einmal erklären, warum das Auto? Warum Fiat 126? Okay. Weil mein bester Kumpel das Auto aus seiner Jugend kannte, der ist halt Pole und ich kannte das Auto gar nicht und dann hat er vor 5, 6, 7 Jahren schon mal damit angefangen. Das hat alles wieder in Vergessenheit geraten und dann kamen so die ersten Bilder aus Polen von so einem Umgebauten. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das Ding nach Deutschland holen. Ja. Und dann haben wir zwei Stück blind gekauft und das ist einer davon. Komplett original, ist aber kein Problem in Deutschland eine Zulassung für zu kriegen, wenn die ursprünglich aus Polen kommen. Jein, es gibt Probleme, es ist baujahrabhängig. Du kannst halt bis Baujahr 92 kriegst du halt ohne Probleme, wegen Schadstoffklasse. Von 92 bis 96 musst du einen Cut nachrüsten, dann kriegst du ihn zugelassen und von 96 bis 2000 kriegst du halt nicht mehr offiziell zugelassen. Aber was ist das für ein Baujahr? 86er und 88er. Und die 2000er sehen auch noch so aus oder sehen die jetzt schon ein bisschen anders aus? Die sehen schon anders aus. Dann hast du, das ist ja der Vorreiter vom Cinquecento. Dann hast du halt diese Cinquecento-Spiegel, das Tacho, der Lenkrad, ein bisschen Innenraum, alles in dem Sinne ein bisschen moderner. Weil ich finde, so unsere Tuning-Szene zeichnet ja so ein bisschen aus, dass halt eben nicht alle den typischen Golf fertig machen, sondern es ist ja gerade mal cool, dass einer mal was anderes macht. Ne? Weil bei uns war es definitiv so, wir laufen durch die Tunings Experience Halle und nichts gegen Gölfe. Nein, um Gottes Willen. Immer so, aber da stehst du sofort vor und denkst so, Alter, was ist das überhaupt so ungefähr? Ne? Und was ich sagen muss, also den fahre ich ja dann auch noch im Sommer im Alltag und ist egal, wo du fährst, du kriegst halt immer einen Daumen hoch. Ne? Ist egal, auch wenn du irgendwo stehst, es gibt halt keine, weiß nicht, Kack Fiat oder so. Hast du ja mit Opel beispielsweise eher Probleme. Ja. Und ich weiß halt leider, dass ich leider die Person wäre, die auch den Golf fertig gemacht hätte. Ja. Somit finde ich das immer umso cooler, wenn wir jetzt halt mal Leute zeigen können, die halt wirklich die Eier haben, auch mal ein anderes Auto zu machen. Ne? Krass. Schön. Okay.
426. Ich habe leider die Wagen nicht mit, oder was wiegt so ein Ding? Der kann doch allerhöchstens, keine Ahnung, 600 Kilo wiegen oder so? Was du schätzt, ja, 660. Weil, ist der größer als ein Mini? Hast du die mal so nebeneinander gestellt, wenn die so nebeneinander stehen? Nein, kein nebeneinander gestellt. Kumpel von mir hatte ein Mini. Ich würde pauschal sagen, die könnten ähnlich sein. Also der Mini ist halt ein bisschen runder, der ist nicht ganz so eckig. Genau. Aber so, wenn ich das Dach angucke, würde ich fast sagen, dass das schon ähnlich ist, ne? Ja. Also ich finde hier, die Heckpartie hat so ein bisschen was von Polo 1 oder Audi 50. Ja, find ich so Polo ein bisschen 1, genau. Hatten wir auch. So der Bereich. Und jetzt haben wir halt so das typische Tuning, wie ich ursprünglich auch mal angefangen habe, ist halt einmal Carbon überall, wo geht, ne? Genau. Also ich habe mich mal dran getraut und habe mal versucht, weil es kostet ja ein Schweinegeld, zu Recht, wenn man wirklich vernünftig alles macht. Und viele Versuche gebraucht, um gewisse Sachen zu machen. Aber ich sag mal, im Endeffekt kann es, glaube ich, echt, ich sag mal, fast jeder mit ein bisschen geschickt. Es ist halt einfach nur Strafarbeit, die ganze Schleiferei. Okay, das heißt alles selber gemacht, was hier Carbon ist? Bis aufs Lenkrad, das habe ich beziehen lassen und im Nachhinein nur noch geharzt und geschliffen, geharzt, geschliffen. Das heißt, du bist Lackierer? Genau, ich bin Autolackierer und dementsprechend halt Lackierpistolen habe ich da. Meine Freundin arbeitet in der Chemiebranche, die konnte mir einen Kontaktkleber besorgen davon, die konnte mir den Harz besorgen und alles. Das heißt, prinzipiell bei solchen Teilen ist es so, du klebst die Carbonmatte auf? Genau. Dann kommt das Harz drauf? Genau, also ich klebe mit einem Kleber, ich habe einen Kontaktkleber, der einmal auf die Rückseite von dem Carbon und auf das beschichtete Teil kommt. Dann legst du das übereinander, drückst es an mit Hitze und dann haftet das. Und dann tränkst du das mit Harz, dass das Harz quasi bis auf den Untergrund kommt. Ich weiß noch so vor 10, 15 Jahren, wo das so gerade so losging mit diesem Carbon-Beziehen. Jedem seinen Traum war es halt im Keller, das mal selber zu testen. So ja, nach dem Motto, das muss doch irgendwie gehen. Ja. Ich habe es auch getestet. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich es erstmal probiert, die Matte erstmal komplett voll zu machen mit Harz. Ja. Und dann irgendwie drauf zu kriegen. Und das wird dann so eine Schmiererei und so. Anziehen lassen und dann wölbt sich da trotzdem noch hoch. Und das muss ich sagen, mit diesem Kleber hast du es halt fast gar nicht. Du klebst halt quasi ähnlich wie Folie. Ist halt deutlich dicker, aber im Prinzip beziehst du es wie eine dicke Folie. Aber angenommen, du machst jetzt so einen Scheibenwischer an, ja. Da gehen trotzdem, ich sag jetzt mal aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich also so 4 bis 5 Stunden locker rein, bis das Ding fertig ist, oder? Ja, bis das fertig ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ne? Also es ist jetzt auch nicht mal so, dass du in einer Viertelstunde hier mal so einen Arm hast. Nee, deswegen habe ich auch viele Teile auf einmal gemacht, dass du halt möglichst viel, weil ich sag mal, der Scheibenwischerarm an sich ist halt schnell bezogen, beklebt, laminiert, wie auch immer. Aber diese Trocknung und wieder dann schleifen, dann wieder einen Gang drauf, dann lohnt sich halt auch gar nicht, die Pistole dafür dreckig zu machen. Du musst halt schon größere Konzept dafür nehmen. So, okay, und nachdem hast du dann gesagt, jetzt voll auf die Fresse gehen. Ja, genau. Also, nachdem ich den fertig hatte und da die Basis, muss ich gestehen, nicht hundertprozentig war, mir manche Sachen nicht gefielen, habe ich den im Internet gesehen und der sah auf Fotos wirklich 1A aus. Ja. Welche Farbe war der ursprünglich? Weiß. Ich habe gerade überlegt, wir haben in letzter Zeit ja öfter die Diskussion, mal irgendwas so ein bisschen farbiger zu machen. Ziemlich häufig. Und das ist irgendwie ein Auto, was definitiv von der Farbe lebt, ne? Ja. So, also wenn ich mir jetzt den Weiß vorstelle, sieht der, glaube ich, in Weiß nicht so flüssig aus. Ja, genau. Als ich den angefangen habe, war Großkonzept noch Weiß, auch mit Verbreitung, sah gut aus, aber irgendwie fehlte was. Ich glaube, der wäre zu schnell untergegangen. Ne? Und dann halt eine Farbe zu finden, da gehört einfach kein Metallic-Farbton drauf. Das heißt, Baujahr 88, was hat sowas dann runter? Wie viele Kilometer? So. Wir werden ja in Polen nicht viel gefahren, ne? Nee, der hat jetzt unter 44.000. Krass. Was kostet sowas in Polen? Also wie werden die so grob gehandelt, dass wir mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür geben können? Boah, in Polen werden sie mittlerweile auch seltener, werden wirklich von bis gehandelt. Der ist jetzt in einem polnischen Wertgutachten 2+. Ich habe 2.000 Euro dafür bezahlt. Und das ist quasi wie ein 6er im Lotto. Ja, hätte ich den jetzt, deutsche Papiere, hätte ich den mit Sicherheit auch für 6, 7, 8.000 Euro. Ich hätte jetzt auch irgendwas so zwischen 5 und 8. Ja. Was der ehrliche, gute Auto ist eigentlich immer. Ne? Ja, und der Besitzer war halt froh, dass er an jemanden geht, der zu schätzen weiß. Er wusste, dass ich einen habe. Er wusste allerdings noch nicht, was ich damit vorhabe. Was auf jeden Fall schon mal witzig ist, man kniet sich hin und guck mal, trotzdem noch rauf. Es ist so, als wenn man an dem Auto steht. Ne? Ja. Es ist schon wirklich witzig. Okay, aber hier ist einmal Karosseriearbeit, einmal alles. Genau, hier ist einmal alles. Der Schweller ist, also wir haben jetzt einen schönen Vergleich. Ne? Der sieht komplett auch tiefer aus, der Schweller, ne? Ja, genau. Der hat ja hier diese Wagenheberaufnahme und die hat mich immer gestört. Und die habe ich jetzt quasi nur mit einem Zentimeter oder anderthalb Zentimeter Blech versteckt. Der Schweller ist jetzt gar nicht runtergesetzt, sondern diese Kante bleibt. Die ist nur halt optisch versteckt. Verkleidet, ja. Genau. Und dadurch sieht er halt schon deutlich tiefer aus.
Zudem kommt jetzt aber auch dazu, dass der wirklich komplett mit dem ganzen Unterboden auffliegt. Und dezent verbreitert ist. Was hat der für eine Hinterachse, dass der Sturz da so wegklappt beim Runterlassen? Dadurch, dass er ja keine Starrachse hat, sondern ja, Dreieckslenker mehr oder weniger. Achso, hat er hinten tatsächlich. Genau. Achso, okay. Und dadurch kommt der Sturz ja von alleine. Ah, okay, krass. Und was ist das für eine Felge? Ist das dann so 8x13, 9x13? Irgendwie? Genau, das ist eine 8x13, vorne 7x13. Aus England anfertigen lassen, eine Dreiteiler. Ja, vor allem sogar hier laufrichtungsgebunden. Ne? Genau. Geil. Ja. Ist jetzt natürlich mit zwei Trommelbremsern nicht so zweckerfüllend, aber. Ja, der hat vorne und hinten Trommel, ja. Ja, genau. Es gibt Umbausätze und Adapter und so was, alles für Scheibe. Das heißt, der war dann wirklich, obwohl der so gut war, bis auf Rohkarosse zerlegt? Ja. Einmal komplett gelackt gemacht. Komplett, worden. Also selbst Unterboden, wir können den gleich mal mit hochfahren, Unterboden mit lackiert, Radkästen glatt gespachtelt, lackiert. Innenraum komplett, der hat halt keinen Himmel drin, halt einmal komplett geduscht. Original haben die aber einen Himmel. Genau, original haben die einen Himmel. Aber der sollte wirklich vom Konzept her wirklich komplett clean und finde ich auch sieht. Ich finde auch das Konzept geil ohne Carbon und eher so mit Holzlenker und so. Finde ich irgendwie passt zu der Farbe, finde ich irgendwie geil. Genau, also das war auch mein Anliegen, dass ich halt in dem, auch wenn es jetzt, ich sag mal, bis aufs Lenkrad vorne alles recht original ist und alles neu gemacht ist, kein Carbon mehr. Ja. Ich habe da, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Schnauze voll gehabt von. Und der duftet halt eher schlicht, weil er von außen sehr auffällig ist. Nee, weil es ist immer so, man ist vor so einem Auto und überlegt sich, was hätte ich selber anders gemacht? Aber da ist wirklich wenig dran, was ich anders gemacht hätte. Weil ich finde, aber was hättest du anders gemacht? Nee, habe ich bisher noch nichts gesehen. Aber wenn, dann bin ich gerne für offen. Nee, weil ich finde auf jeden Fall Farbe perfekt. Ich finde es geil, dass er von innen schwarz ist. Mhm. Das Holzlenkrad passt auf jeden Fall. Sehr gut. Und Felgen finde ich auch cool. Sehr gut. Hat so ein bisschen was von HTN damals, ne? Ich hatte auf meinem ersten Golf 1 auch die HTN-Felgen drauf. So ein bisschen HTN in neu moderner. Ja, genau. Aber der Innenraum ist einmal gemacht oder der ist original? Der ist komplett von 88. So der ist komplett von 88. Darf ich mal reinsetzen? Ja, gerne. Jetzt muss ich nur einmal hier. Das ist ja wie auf dem Boden setzen. Also selbst die Sitze, Armaturenbrett, also alle Kunststoffteile habe ich neu lackiert oder neu beschichtet. Geil. Ja, Maxi, wenn wir so durch die Gegend fahren würden jeden Tag, ne? Ja, ich sag's dir. Kunststoffteile neu beschichtet heißt? Genau, also diese Teile einfach nur einmal angeschliffen, Kunststofflack drauf gemacht, dass die halt einfach vom Verkratzten einfach wieder frisch aussehen. Hupe? Ja, gibt's nicht. Ach, hat er nicht? Nein, hat er. Also der jetzt in dem Fall nicht, weil Lenkrad da, weil der jetzt einen Snap-Off drin hat, also Schnellverschluss drin hat, deswegen. Ja, das ist aber geil. Hat der da eine Anzeige gehabt für Luftdruck? Nee, das ist glaube ich nur, also funktioniert nicht und gibt es nur so ein Bild drauf. Immer schon gewesen auf allen Modellen. Ach so, also ja, quasi nur ein Bild. Wäre schön gewesen, wenn es anzeigt, ja. Weil sie ist so 1,4 bar und 2 bar hinten so ungefähr. Sieht so aus, als wenn da so eine Anzeige drin ist. Das wäre schön, ja. Boah, dann wären sie aber in, ich sag mal, in den 70ern auch, wo die gebaut werden, schon sehr weit. Aber von innen fast in Anführungsstrichen definitiv Jahreswagenzustand so, ne? Ja. Ja. Wenn man den jetzt so sieht. Wie ist das für so ein Auto Teile kriegen? Gut, also erstaunlich gut sogar. Auch in Deutschland gibt es 2 Firmen, die sich echt spezialisiert haben auf die Dinger. Du kriegst im Prinzip so gut wie alles neu. Also an Karosserieteile, Scheibe kriegst du. Ich würde fast sagen, es gibt nichts, was du nicht kriegst. Ich glaube, eine Farbe, die für das Auto, glaube ich, auch ganz cool sein könnte, wäre Rot. Mhm. Ja, gibt es auch so in Uni-Rot, aber es sieht wahrscheinlich zu original aus, weil es genau eine originale Farbe ist. Ne? Das ist mein Problem, oder das ist generell das Problem, was ich finde, ist, wenn du ein Auto umlackierst, finde ich immer, gehört da eine Farbe drauf, die nicht original ist, aber man für original halten könnte. Ja. Es gibt so ein ähnliches, so ein bisschen matschiger, das Grün, gibt es original. Und das hier ist das Original, sowohl das Boiler als auch das Nail. Nein. Also beides aus Polen gebaut, gibt zwei verschiedene, oder gibt halt immer welche in Polen, die sich auf solche Sachen spezialisieren. Und der baut die jetzt wirklich von Hand. Der baut die aber für alle Autos. Krass. Es gibt zum Beispiel den Breitbau Corrado, den blauen, auf der Motorshow. Der hat die auch von der Firma, meine ich. Und den GFK-Flügel auch. Witzig, wie so dieses Tuning von vor 15 Jahren halt so wiederkommt. Alles wiederkommt, ne? Ja, weil von der Zeit lang. Andererseits, wie viele neue moderne Autos jetzt auf der Motorshow alleine mit Unterboden laufen? Ja, ne? Dann hättest du vor das 2 Jahren. Kommt definitiv wieder. Ja. Aber du kannst dein Rad auch nicht neu erfinden, ne? Irgendwie musst du ja, ich sag mal, in die alte Kiste greifen, ne? Und da ist er auch komplett selber lackiert. Den hat eine Firma lackiert, ein Kumpel von mir, weil wir zu der Zeit noch keine Kabine hatten. Ich mache Smart Repair. Ich habe den Innenraum, Unterboden, Kofferraum, Motorraum, also alles, was innen drin ist, selber lackiert hier.
Und der Lackierer hat mir dann die komplette Karosserie. Ja, das heißt, Auto war so weit auseinander, dass du richtig auf Seite drehen konntest, im Unterboden, Radhäuser, alles kommt. Genau, ich habe ein Drehgestell gebaut. Dadurch, dass er halt nur 600 Kilo wiegt, habe ich mir zwei Motorständer genommen. Ja, ja. Kumpel hat mir ein Gestell dafür gebaut und dann haben wir den da drauf gedreht. Okay, dann müssen wir jetzt doch einmal hochfahren auf jeden Fall. Und mal so ein bisschen gucken bei mir. Hat der Original schon 12 Volt oder ist das eigentlich noch ein 6 Volt Auto? Der ist 12 Volt. Ich glaube aber, dass du auch welche mit 6 Volt kriegst. Wahrscheinlich die ersten, ne? In den 80ern war ja schon 12 Volt, aber die aus den 70ern? Boah. Wieder Reifen rausgespielt. Wie das Rad so gefühlt 5 cm auch rauswandert, ne? Muss man mal gucken, ob man da jetzt irgendwie drunter kommt. Mhm, also das ist jetzt vorne und hinten ganz hochgefahren. Ja. Dadurch, dass der Radlauf natürlich hier extrem weit, ich glaube vorne, hinten dürfte noch ein bisschen was gehen, aber vorne hat er halt durch die Hijacker mehr Hub. Das, hier ist auch Luft drin? Nee, der ist static. Ja, genau, der ist static. Und das heißt, Luftfahrwerk und so musstest du auch alles dafür bauen, weil es wird ja nichts kaufen geben für so ein Auto, oder? Genau, also würde es zu kaufen geben, wäre es wahrscheinlich deutlich einfacher und dann hätten es auch mehr. In dem Fall haben wir uns jetzt echt lange den Kopf zerbrochen, um das zu bauen. Ach, guck mal hier, da wird Wehmeier ja doch hier gucken, das ganze Radhaus auch blank lackiert. Ach, schade. Falsche Seite. Mach drei Beine, oder? Ja, ja. Also, geil. Falls du mal Rad wechseln willst, einfach so. Aber was ich auf jeden Fall gerade schon erspähen konnte, ist, selbst vorne ist so Querlenk und so alles umgebaut, ne? Vorne ist der komplett umgebaut. Der hat statt Blattfeder Einzelradaufhängung, der hat statt der, ich weiß nicht, also die Lenkung zum Beispiel läuft über mehrere Punkte und da ist jetzt eine Zahnlenkung drin. Also der hat von der ganzen Technik her vorne schon. Das gab es aber zu kaufen oder ist das alles eingebaut? Die Lenkung gibt es von dem Wassergekühlten. Dann musst du nur einen Adapter bauen, dass du die fahren kannst. Und die Einzelradaufhängung, die gibt es in Polen, die bauen die da. So, jetzt muss ich mal ganz doof fragen. Ich vermute, der Motor ist hinten, ne? Richtig. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit überlegt, wofür sind wohl die Luftanlässe da hinten? Genau. So, und jetzt wo ich den Kompressor hier, dachte ich so, irgendwas stimmt da nicht. Können wir vorne mal rein? Gemacht. Das ist halt so das, wo ich immer sage, es wird jetzt ganz viele Zuschauer geben, die haben da einfach kein Verständnis für, warum man so etwas so baut. Ja, ja. So, warum man wirklich so Haube von innen bis ins letzte Detail alles lackiert, noch Bleche macht, um das zu verkleiden also und so einfach, weiter. Dadurch, dass wir einen Schirmvergleich haben, einfach um zu vergleichen, wie wenig Platz da drunter ist. Ne? Ich sag mal, das hier ist der Platz um eine Batterie, einen Kompressor, eine komplette Steuerung vom Airride. Alles irgendwo alles da rein zu kriegen. Plus Sicherungskasten, plus Bremskraftverstärker. Nee, aber weil das muss ich einfach immer wieder betonen, weil es gibt halt immer die Möglichkeit, einfach sowas zu bauen oder halt wirklich so viel Leidenschaft für etwas zu haben, dass man sich halt wirklich auch mal Gedanken macht, wie man es baut. Weil du wirst ja schon ganz genau überlegt haben, wo hier welcher Knick in welcher Leitung, wie das verlaufen soll und so weiter halt. Ne? Ja. Ich sag mal so, Airride-Ausbauten oder so Hardline-Ausbauten ergeben sich meistens, wenn man nicht genau weiß, wie man es bauen will. Mhm. Aber ich sag mal, einmal den Anfang gefunden, dann weißt du ja ungefähr, wie es harmoniert. Ja, aber es sieht schon krass symmetrisch, sauber, aufgeräumt. Ja, also das sollte es. Und halt auch einfach, ja, sauber, neuwertig. Aber die Aufnahme ist aber original? Nein, genau, nein. Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, aber... Genau, die ist jetzt nicht original, der hat jetzt hier einfach nur... Ah, kannst jetzt nicht okay. Das ist so eine richtig primitive Vorderachse eigentlich. Oder? Genau, der hat jetzt einfach nur die Stoßdämpfer oben unten mit Gewinde drauf. Mhm. In dem Fall habe ich jetzt versucht mit Hijackern das Luftfahrwerk vorne zu bauen. Und da muss er halt irgendwo platzmäßig, wenn du so tief willst. Hijacker heißt? Nicht den Balk, sondern den Dämpfer, der Hijacker ist ja im Prinzip, dass du Balk und Dämpfer in einem hast. Mhm. Also du hast jetzt, hier ist ja unten drunter... Hier kann man das sehen. Das ist jetzt der Luftbalk. Also wie ein herkömmliches Federbein-Stoßdämpferpaket so ungefähr. Nur halt mit Luft. Halt. Nur mit Luft. Und dass der halt ineinander geht. Mhm. Dass halt von hier auch an die Anschlüsse rankommt. Genau. Ne, dann die Radläufe oder die Radkästen höher gesetzt, angesetzt, alles. Fährst du den auch so wie er hält? Oder ist der reine Standauto eigentlich? Ich sag mal, hier in der Bauernschaft, ja, fahre ich damit schon mal im Sommer irgendwie eine kleine Runde, aber sonst... Also er ist komplett fahrbereit, sozusagen. Er ist komplett fahrbereit, ja. Aber ich würde jetzt auf der Straße damit nicht fahren, weil so wie er jetzt aktuell hier steht, ist er halt nicht zugelassen. Ich stell mir das am coolsten vor, wenn du damit irgendwie so in der Innenstadt fährst, weil das ist ja auch so ein Auto, wenn du damit vor die Eisdiele fährst, wo du so nicht so diesen Neidblick hast. Ja, genau. Und wenn du dann aussteigst und das Ding auf den Boden legst, werden ja schon gerade so die Leute, die noch ein bisschen älter sind als wir sogar,
Ja, die werden genau. Ja schon alle sagen, boah, ist das geil. Und halt gerade die Leute, die etwas größer sind, wenn du dann das Dach irgendwie so auf Bauchhöhe hast, es hat ja noch mehr. Ja, so, jetzt müssen wir natürlich hinten auch nochmal einmal reingucken. Genau. Dann haben wir das heißt, den gab es luftgekühlt und wassergekühlt. Genau, den gab es luftgekühlt und wassergekühlt. Wassergekühlt gab es den irgendwo in der Baureihe von, ich glaube, 88 oder 89 bis 90. Mhm. Weiß ich aber nicht ganz genau. Also, mir hat jeder von dem wassergekühlten abgeraten. Und deswegen gab es einen luftgekühlten oder zwei. Mhm. Das heißt, so ein Motor hat dann wie viel PS? 30, 20? Ganze 24. 24. Krass. Aber selbst der ist schön gemacht, ne? Das hoffe ich. Also Zündspule versteckt, kompletten Kabelbaum versteckt, verlegt. Weißt du, weil das ist ja eigentlich bei dem Auto fast in Anführungsstrichen beiläufig, ne? Weil das Auto lebt ja eigentlich von der Optik von außen. Du kannst ja aber trotzdem Klappe vorne hinten aufmachen. Genau. Weil das immer noch besonders ist. Genau. Aber die Kunst, oder was ich halt wollte, ist, dass es halt immer irgendwie noch der Motor recht original aussieht, aber neu gemacht, dass du siehst, der wurde angepackt und dann halt möglichst clean. Mhm. Ne, kannst du gleich in dem Gelben nochmal gucken, da weißt du halt, wie viel Kabel und wie viel Wirrwarr da eigentlich noch drin steckt. Und selbst für 24 PS kriegst du da Flammen mit hinten raus. Sieht so ein bisschen, der Auspuff erinnert mich auch so ein bisschen an so einen Kart-Auspuff oder so. Ja, der ist jetzt natürlich aus dem Rennsport von den Fiat 500 und 126ern. Ob das jetzt unbedingt sein muss. Sind da Ähnlichkeiten zwischen dem alten Fiat 500 und dem? Und dem Fiat 126? Ja, ich glaube, dass sie sogar denselben Motor haben und teilweise, glaube ich, ein paar Innenausstattungsmerkmale gleich. Ich überlege gerade, welchen ich optisch geiler finde, aber ich finde den auf jeden Fall besser. Ja, also ich würde sagen, weil er auch irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm von vielen Leuten ist. Der 500er ist ja mehr so eine Ikone und den kennt jeder. Aber ich finde hier einfach so, die ganze Proportion passt halt auch alles. Also auch für einen Serien 126er. Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein Rücklicht oder sowas brauchst, kann man das theoretisch auch noch neu kaufen bei Fiat? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen, ob die bei Fiat neu kriegst, aber es gibt halt Firmen, die wirklich noch Neuteile dafür haben. Krass. Also das heißt, in Polen werden die Dinger noch richtig gefahren. Genau. Überrollbügel gab es aber so zu kaufen oder ist auch irgendwie Eigenbau? Der ist auch Eigenbau von dem, der mir das Gestell mitgebaut hat. Der hat eine eigene Firma noch und der baut quasi Klappenauspuffanlagen, der baut Überrollbügel, der baut eigentlich alles. Also was mit Metall hat. Vor allem auch dieses Motorlager, ne? Genau, da eine Feder. Genau, da hängt der komplette Motor. Jetzt. Hängt der jetzt im Motor hier einfach auf so einer Fahrwerksfeder. Ne? Unten drunter Getriebestütze drin und das war's eigentlich dann. Und dann kriegst du die Traverse unten raus und dann kannst du den ganzen Motor im Prinzip mit. Fallen lassen. Ja. Oh, Getriebe ist dann so ein Dreigang, Viergang? Viergang. Viergang. In Polen gibt es dann welche, die bauen welche auf Fünfgang. Und da sind die natürlich halt durch die Erfahrung auf die Autos, mit den Autos viel weiter. Die bauen dann Punto-Motor, Cinquecento-Motor, Motorradmotor. Weil ich muss gerade, wenn ich das Auto so sehe, muss ich auch so dran denken, das Auto, dann irgendwie so ein Tausender oder so ein Hayabusa-Motor rein. Ja. Und dann hast du halt so ein ultra bescheuertes Auto einfach, ne? Genau. Ich glaube, das wäre ja so deine Baustelle. Das wäre dann einfach so, genau. Wobei das auch schon eng wird, ne? Weil so viel Platz ist hier ja wirklich nicht in der Tiefe drin. Nee, aber dann geht es halt darum, die Rückbank zu versetzen, ne? Weil dann würdest du ja keine Rückbank mehr fahren, dann kann man die ganze Bank auch nach vorne versetzen. Genau, und da halt alles immer in diesem Schwarz-Matt zu dem Grün. Was ich auch witzig finde, ist, dass der Gebläsekasten ist eigentlich hinter der Lichtmaschine noch angetrieben, ne? Genau. Kann das sein? Das ist komplett hier, da hinter das Gebläse sitzt für den eigentlichen Luftgekühlt. Genau, und dann kriegt er halt da oben drüber, an den Seiten einlässen, unten durch das dicke Rohr und dann unten in den... Was hast du, wenn du den fährst, was verbrauchst du? Kann ich dir nicht sagen. Also ich nehme einen Kanister mit für den Fall und dann schätze ich mal so 200 Kilometer. Das heißt eher so 3, 4 Liter oder doch eher so 6, 7 Liter? Oder? Ja, eher so 6, 7 Liter. Weil du halt, weil du ja sehr hoch im Drehzahl bist, um den überhaupt vorwärts zu kriegen. Ne? Ich sag mal, wenn du da jetzt 100 mitfährst, dann hört, du hast kein Drehzahlmesser, hört er sich ja schon so an, als wenn er sich sehr quält. Und erstmal 100 mit dem Ding fahren, ne? Ja. Also ich fahre 90 und das finde ich ist eine ganz gute Geschwindigkeit und da hört der Motor sich noch gut an. Wie viele Stunden sind das Auto ungefähr reingegangen? Weil das ist immer so, man, um so ein Projekt anzufangen und durchzuziehen, muss man da halt wirklich jeden Tag immer bei sein, ne? Sonst ja, den habe ich tatsächlich, da hatte ich ja das Ziel, dass der fertig wird. Ich wusste ungefähr, wie er werden sollte und habe gute 6 Monate. Und dann auf den letzten Drücker hat der mir den Käfig gebaut hat, der Tim, sich noch mit Urlaub genommen mit mir und der hat mir wirklich auf Stichtag, wo ich dann damals den Termin hatte,
wirklich fertig gebaut. Das heißt, 6 Monate, 180 Tage, boah, ja. Das heißt so 500 Stunden werden da auch locker drin, ne? Ja, Minimum auf jeden Fall. Keine. Ja. Also es war so weit, dass die Freundin mir Essen mehr zur Halle gebracht hat und wir hier gegessen haben. Sympathisch. Hat auch sehr viel mitgeholfen, muss ich sagen. Großen Dank. Es sollte ja immer ein einmaliges Projekt sein. Ne? Ich mache es ja nicht beruflich und alles. Das ist ja ein Hobby. 1, 2, 3. Ja, es ist aber so ein bisschen auf die Jahre aufgeteilt. Immer so diese einmaligen Projekte. Man muss das als einmalig verkaufen. Ja, mega. Und das heißt, Auto ist jetzt theoretisch fertig. Oder noch irgendwas, was dich stört? Irgendwelche Visionen? Nee, also der, so wie er jetzt steht, würde ich ihn fertig lassen. Ja. Es gab Kleinigkeiten, die Katzentreppe habe ich jetzt für die Motorshow noch neu geholt, die war vorher nicht drin. Da war eine Heckscheibe mit Heizdrähten drin, die habe ich ohne Heizdrähte jetzt umgebaut. Aber ansonsten sind es halt eigentlich nur noch Spielereien, die geändert werden. Wofür hattest du das Auto gebaut, weil du gerade meintest, du hattest einen richtigen Termin dafür? Ich hatte mich beworben für die Hot Wheels Legends Tour 2020 und hatte mich mehr oder weniger aus Spaß da beworben mit einem Auto, was gerade vom Lackieren kam, stand in der Einfahrt, abgelassen, keine Karosserieteile dran, noch komplett zerlegt und damit haben sie mich genommen. Mhm. Und da wurde dann der Zeitplan sehr, sehr eng und da hat der Tim mir dann mit seinem Urlaub sehr geholfen und hat sehr viele Stunden mit mir hier verbracht. Wobei ich finde, ist auch ein Auto, was Hot Wheels mäßig passt. Weil ich finde, irgendwie hat irgendwie Charakter das Auto. Also man kann sich das auch als übertriebene Sache, als Spielzeugauto irgendwie vorstellen, das Auto. Genau, also für Deutschland habe ich ja gewonnen, die ganze Sache. Dann jeder rechts hier auch. Genau, und dann wäre es ja theoretisch zur SEMA gegangen, ohne Corona. Ja. Und da hättest du dann gegen, ich glaube, 15 Amis antreten müssen, was jetzt digital und virtuell stattfand. Und dagegen, weiß ja selber, auf Fotos, Videos. Vor allem ein Auto, was ja in Deutschland schon kaum bekannt ist, dann nach Amerika, wird für die wahrscheinlich auch einfach so zu weit weg sein, ne? Dass die da das also das Feedback war gut, gerade auf den Insta-Seiten war es enorm, aber dann, wo es halt wirklich in den Live-Konferenz ging, war es halt, du kriegst halt die Proportion nicht hin. Du weißt halt nicht, wie klein das Auto wirklich ist. So, aber damit es nicht langweilig wird? Ja, genau. Das ist eigentlich meine Never-Ending-Story. Die jeder irgendwo so hat. Ja, genau. So, dann kommt irgendwann das nächste Projekt und noch ein Projekt und noch ein Projekt. Ja, tatsächlich stand der sogar vor den beiden Fiats, weit vor den beiden Fiats. Ja, habe ich angefangen vor bestimmt über 6 Jahren mit sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Motivation da dran gegangen. Dann, kalten Winter, keine Lust. Dann mal wieder weggestellt. Dann war irgendwo eine scheiß Ecke, wo du viel überlegen musstest. Dann wieder angefangen, weggestellt. Die beiden Fiat zwischendrin gebaut, ja, und dann stand er sehr lange in der Ecke, grundiert und halb gespachtelt. Und als die beiden fertig waren, habe ich gesagt, so, jetzt musst du auf die Bühne und ohne Folie, ohne Plane. Und wenn ich ihn sehe, werde ich auch dran gehen und glücklicherweise war es dann auch so. Weil ich sag mal, das sind ja zwei Projekte, die, glaube ich, noch relativ universell die Leute anspricht. Also was jeder irgendwie so geil findet, alleine weil es klein, kompakt, sieht witzig aus und so weiter. Also generell, ich muss sagen, Feedback auch von dem, die standen beide auch vom Motorshow. Ja. Also es gibt wirklich keinen, der sagt, boah, finde ich kacke oder ist voll zu klein. Und hier ist es ja definitiv so, hier musst du ja noch mehr Nagel im Kopf haben, um das so durchzuziehen. Ne? Weil man sieht vorne Opel Corsa B, aber Pickup. So, das heißt, da muss man immer erstmal schon mal genauer hingucken, was hier eigentlich alles so passiert ist. Genau. Das war mal ein normaler Corsa. Das ist ein ganz normaler Corsa B Dreitürer, der dann, ich sag jetzt mal, ungefähr hier endet. Und dann ist er 30 cm nach hinten verlängert worden. Die gibt es in Mexiko und Brasilien original zu kaufen. Ich konnte sie nicht importieren. Das heißt aber, das Auto, so wie es hier steht, gibt es theoretisch, praktisch in Mexiko. Genau. Also, genauso oder anders? Ja, mehr oder weniger genauso. Die haben eine Heckklappe in dem Sinne, die haben eine andere Heckscheibe. Weil das wird ja bei denen nicht original aussehen. Das ist original so. Echt? Genau, diese Rundung ist original so. Der Bereich ist leicht anders, aber ansonsten das Dreieck. Kann da auch original? Ja. Ja. Aber das Teil, die Teile, die du hinten angesetzt hast, waren dann aber Originalteile oder ist dann Eigenbau hinten angesetzt? Das ist komplett Eigenbau. Hier ist quasi dann einfach nur, in Anführungsstrichen, nochmal ein Corsa B Seitenteil angesetzt. Das heißt, hier ein Tankdeckel weggemacht, hier ein Tankdeckel weggemacht, Radläufer angesetzt vom Astra, vorne vom Golf, Golf 3 Schweller angesetzt, Caddy-Scheibe hinten drin, also überall, ich sag mal, durch ganze, Also steckt in dir eigentlich auch ein richtiger Karosseriebau und nicht nur Lackierer? Ja, zumindest versuche ich,
möglichst alles irgendwie selber zu machen, aber wenn dann jemand schweißen kann und das richtige Schweißgerät hat, bin ich dann doch schon dankbar. Und wie, aber jetzt, du musst noch einmal erklären, wie ja. du da überhaupt zu gekommen bist. Also wie kommt man auf die Idee, sowas zu bauen? Einfach nur, weil man Bock zu hat, das zu bauen wahrscheinlich. Jein, also mein erstes Projekt generell, als ich 18 war, war ein Opel Corsa B. Mhm. Den habe ich immer noch in der Garage stehen. Der ist dann halt auch damals mit Flügeltüren, 2-Liter-Motor, Airride, das Ganze. Ja, und dann gab es den als angefangenes Projekt. Mhm. So, und dadurch, dass der Pickup-Umbau an sich schon eingetragen war, habe ich gesagt, gut, der Ding ist interessant. Mhm. Und dann habe ich mich aber vertan, wie viele Stunden dann doch noch drauf gehen. Wir haben vieles wieder zurückgebaut, anders gebaut. Aber das ist jetzt nicht die originale Mexiko-Stoßstange. Nein. Das ist auch alles komplett gebaut. Komplett eingebaut. Da ist eine Astra F-Caravan-Stoßstange. Den würde man jetzt von unten sehen. Die ist quasi hier abgeschnitten. Dann ist hier mit Gitter aufgefüllt, mit GFK gespachtelt und dann halt die Form. Und das Blech, wo kommt das ursprünglich her mit diesem fetten Opel-Schriftzug? Das ist gar kein Blech. Das an sich, die Schriftzüge sind, ist Spritspachtel. Ah. Das ist eine Metallheckklappe sozusagen. Mhm. Negativ drauf gemacht und dann habe ich... ich glaube 9 Schichten Folie übereinander als negativ und dann mit Spritspachtel immer wieder dünn Gang. Ach, total. Und dann halt so viel, bis er halt eine... Das heißt, du hast drumherum eigentlich alles abgeklebt, genau. Das Opel freigelassen, genau. Und Spritspachtel dann, auf. Genau. Und dann das aber auch alles so rund geschliffen? So ganz genau, rein, alles nachher im Ganzen, als er fertig war und dann halt mit Schleifpapier alle Ecken nochmal Kontrollschwarz drauf, wieder geguckt. Mit einem Klotz einmal entlang. Ja. Okay. Aber ohne sah es einfach zu nackt aus. Und ja, sag mal, beim Teddy sitzt halt gut aus, es ist stimmig. Ich dachte jetzt wirklich, es wäre eine Blechklappe. Ja. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, also ich könnte es runterschleifen. Brotras. Das ist ein Schuss. Das ist halt so, aber das sind genau die Handarbeiten, die wir so gerne zeigen bei uns auf dem Channel, weil es gibt halt wirklich, die investieren da wirklich Monate, übertrieben gesagt, ne? Wochen. Ja, weil die Wochen Idee da dran so zu kriegen, du musst halt erstmal Probebleche machen, um wie dick kriegst du das drauf. Krass. So, jetzt soll er bald wieder auf die Straße. Im besten Fall soll der auf die Straße dann. Jetzt ist ja langsam Endspurt. Und von daher ist jetzt noch eine Achsvermessung nötig und dann kann es eigentlich schon losgehen, ne? In Richtung schönes Wetter und fahren. Ja, das ist einfach so Tuning. Da muss man so für, da muss man einfach, man muss auf so ein Auto gucken und muss da halt einfach Bock drauf haben, weil das sind ja auch alles Sachen, die werden nicht von alleine fertig, wenn man damit anfängt. Ja, ja. So, ne, da und mittendrin es, verflucht man es auch. So, ne, gerade um auch so diesen Motorraum wieder so clean und lackiert zu bekommen. Weißt du, da fängst du in einer Ecke an, bist nach 4 Wochen mit einer Ecke fertig, hast genau. Aber noch 80% vor dir. Genau, und dann hast du die Schnauze vorne, deswegen hat sich das über die Jahre... weil da ist ja auch wieder, da sind ja überall Bleche eingesetzt, ja. Ne? Das ja. ist ja komplett einmal genau. durchgecleant. Und dann halt auch alles zugemacht, krass. Zündspule verlegt, Kabelbogen verlegt, alles möglichst, alles im Blech. Wie ist das hier? Ist da komplett ein Blech draufgesetzt oder ist das quasi alles glatt gemacht? Ne, der hat hier ursprünglich die Spritzwand, mhm. Die wurde rausgenommen und dann habe ich hier quasi ein gekantetes Blech. Nach innen hier ist auch die Originale. Da ist aber nur noch ein Blech zur Optik drüber gekommen und dann halt alles versteift. Normalerweise sitzt dann hier der Pollenfilter, ja, Batteriekasten und alles das jetzt nur, damit es gerade ist. Naja, dementsprechend dann muss er Scharniere ändern. Halt die ganzen Kleinigkeiten, die dann ja auffallen. Früher war das ja auch noch so bei diesen Tuning, also bei den Show- und Scheinwettbewerben. Da gab es ja diese typischen Jury-Blöcke, sage ich jetzt immer, ja. Wo bewertet wurde. Und da wärst du hier auf jeden Fall alleine auch deswegen ganz weit vorne mit, weil so viele verschiedene Autos hier drin stecken. Ne? Ja. Das wurde ja. da ja schon immer benotet. Ja, also in dem Fall ist jetzt wirklich, also das ist auch wirklich das Krasseste, was ich jetzt gebaut habe, was halt an Vielfalt versteckt ja. ist. Krass. Und der ist aber von unten auch so blank oder von Nein. unten noch einigermaßen normales Auto? Der ist wirklich von unten noch normal. Mhm. Der Fiat ist wirklich, das ist so das i-Tüpfelchen, was ich jetzt gebaut habe. Den könnte ich auch auf den Kopf stellen und zeigen. Der soll halt gefahren werden, richtig. Und deswegen ist der halt schwarzer Unterbodenschutz, alles vernünftig gemacht. Aber und der hat aber auch ein Luftfahrwerk. Genau, der hat auch ein Luftfahrwerk, also ein bisschen modifiziert, aber auf 0 bar rollbar. Aber viel, wenn er jetzt normal auf dem Boden steht, ist auch nicht mehr viel Luft, ne? Oder so? Täuscht das gerade? Ja, ich hätte ihn gerne noch tiefer gehabt, muss ich gestehen, aber... Echt? Ja, also immer, mehr geht immer, ne? Oder tiefer geht immer, bis zu einem gewissen Punkt. Was ist das für eine Farbe? Das ist vom Fiat 500 Abarth. Mhm. Wie die Farbe genau heißt, mhm. weiß ich jetzt nicht mehr. Ganz geil eigentlich auch. Ich finde es auch mega. Ich finde die richtig gut. Dazu dann die Fiat 500
Abarth Maserati Edition Felgen. Weil es ist ja nur noch ganz wenig, also ist schon fast irgendwie gar kein Grün mehr drin, finde ich. Also es ist sehr pastellig auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber die guten Opel-Typen auch noch. Ja, genau. Also in dem Fall auch alles wieder recht schlicht, mehr oder weniger von innen. Den zweiten oder den ersten Corsa, den ich habe, der hat halt Armaturenbrett selber gebaut, Tacho verlegt, alles beledert, andere Sitze und der ist halt Sitze, Lenkrad, Digital-Tacho, halt so die üblichen Kleinigkeiten dann. So, Thema, weil es gab ja damals auch in den Zeiten, wo man sowas immer so gebaut hat, Thema Hi-Fi, hatte ich das schon mal gereizt? Ja, klar. Also dadurch, dass ich das halt seit, ich sag mal, 10, 15 Jahren jetzt alles hier so hobbymäßig mache, hat man halt alles irgendwie mal mitgebaut. Weil mich erinnert das schon so ein bisschen auch an diese ultra krassen Kofferraumausbauten, viel so mit GFK und Lautsprecher, genau, ja, und alles lackiert. Und tatsächlich, in dem anderen Corsa habe ich es drin. Habe ich wirklich eine GFK-Landschaft da drin mit Subwoofer. Ja, aber es ist einfach nicht mehr die Zeit. Ne? Ja, und deswegen, also ich glaube, dass ich es auch schwer haben werde mit diesem Auto, was du mit den anderen beiden nicht hast. Aber du musst jetzt auch mehr mit der Zeit gehen. Deswegen auch wirklich ein originales Armaturenbrett. Du kannst halt ja heutzutage damit nichts falsch machen. Ja, ja. Wenn du jetzt anfängst zu beledern und tralala, ist, glaube ich, ja, machst du eher ja, sehr gefährliches Pflaster dann. Ja, ja, außer es passt halt ins Fahrzeug. Außer, genau, außer es passt halt so gut. So, ich sag mal, wenn du jetzt hier den ganzen Innenraum in so einem Cognac braun machen würdest, würde das ja auch ganz gut noch passen. Ja, wobei es dann natürlich auch irgendwann wieder zu viel sein könnte, ne? Das ist immer der Zwiespalt, den man hat. Ja, geil. Tja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass wir die Autos hier vorstellen durften. Gerne. Welches Treffen steht als nächstes an? Ich würde sagen, Tuning World Bodensee. Ist erstmal das nächste, was groß. Bist du mit den beiden auch am Wörthersee und so immer unterwegs, ein bisschen? Ich war noch gar nicht am Wörthersee. Noch nie? Noch nie gewesen. Ich habe es mir immer vorgenommen. Weil mittlerweile ist das ja so markenoffen, dass du auch mit solchen Kisten da übelst gut ankommst. Halt. Ja, also wir hatten tatsächlich letztes Jahr überlegt hinzufahren, ist dann aber irgendwas dazwischen gekommen, wo wir nicht mehr geschafft haben. Und jetzt überlegen wir wirklich mit dem... Weil da sieht man tatsächlich noch so Autos, die wo wirklich genauso viel Liebe und Leidenschaft drin steckt. Und die holen die halt auch einmal im Jahr raus, haben die Autos seit 20 Jahren und fahren halt damit zu Wörthersee. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute eigentlich noch so Dinger in der Garage, so Schätze in der Garage stehen haben, die quasi nicht zeitgemäß sind, aber auch solchen Events halt wirklich ankommen. Ja, mega. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch ein kleines Pörnchen. Bringen wir hin. Von der Farbauswahl hier. Mhm. Und ja, weiterhin viel Spaß und vor allen Dingen Erfolg in dem Bereich. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.